Hallo und herzlich willkommen zu Kudelga. Ich habe gerade meine drei extra Gegner gemacht und beim dritten Gegner gab es einen Stufenaufstieg von dem guten Edward. Und da habe ich mir gedacht, ich schalte mal rein, damit ihr das auch mal seht. Denn wir können die Werte nun verteilen. Es gibt immer 4 Punkte. Und ja, da Edward ja unser Haut-Drauf-Kerl wird, geben wir dem doch gleich mal hier 3 Punkte in Stärke. Und würde sagen, 1 in Konstitution. Die anderen Werte, ja, Geschwindigkeit, Beweglichkeit, werde ich Edward bestimmt auch noch geben. Und hier, das ist mehr Kudelgas Ecke. Intelligenz, Weisheit, nur auf Glück verzichte ich, weil wir brauchen kein Glück, wenn wir es können. Ne? So, 4 Punkte verteilt. Wie ihr seht, ihr habt nichts verpasst. Ich habe hier nur im Kreis gerannt, 3 Kakerlaken besiegt und nun geht's mit der Story auch weiter. Wo sind wir? Wir sind in einem großen Kloster. Kudelga hört seltsame Stimmen. Irgendeine übersinnliche Kraft hat sie hierher geleitet. Liegt doch was. Ja. Ein kleiner Heiltrank. Sehr schön. Ja. Übersinnlich sind auch Kudelgas Fähigkeiten. Sie kann heilen. Hat Edward kennengelernt in diesem Anwesen. Haben sich zusammengeschlossen, da finstere Kreaturen hier hausen. Ja, und nun schauen wir uns hier mal um. Da liegt was, da rennen wir gleich mal hin. Ja, klassische Resident Evil Steuerung, vor den Treppen nochmal drücken. Pistolenmunition, das ist sehr schön. Bei der Gelegenheit können wir uns ja auch mal das Menü anschauen. Haben wir noch gar nicht getan. So. Als erstes sehen wir hier heilen. Das ist sehr schön. Status, ja. Brauchen wir im Moment nicht. Hier bei Ausrüstung haben wir auch noch nichts, außer das Messer. Naja, mit R kann man die Charaktere wechseln. Objekte. Da habe ich vorhin was bekommen. Ja, das ist unser Revolver. Ah ja, hier. Brot. Bekommt man hier irgendwie Erklärung, was das ist? Irgendwie ging das, meine ich. Egal. Ich glaube, Brot ist zur Heilung da. Vermute ich jetzt einfach mal. Und Heilung brauchen wir nicht. Denn bei jedem Stufenaufstieg werden wir nochmal voll geheilt. Auch die MP, was sehr angenehm ist. Formation lasse ich einfach mal so. Wir können ja laufen, zum Glück. Optionen. Jo, haben wir schon gemacht. Okay. Dann geht's jetzt weiter. Ist da eine Leiter? Ja. Der Dachboden. Schauen wir, welche Gegner uns dort erwarten. Ah ja. Endlich mal neue. Denn da unten gab es nur Kakerlaken. Und hier gibt es hüpfende Spinnen. Ja, dann zeigen wir doch mal die Magie. Denn wir haben nun einen Feuerzauber. Und in diesem Spiel ist es so, dass sich, ähnlich wie bei Secret of Mana, dass sich sämtliche Waffen und Zauber leveln, indem man sie benutzt. Mag ich persönlich nicht, weil ich bin, was MP angeht, eigentlich sehr, sehr geizig. Ich benutze sie eigentlich nur, wenn wir vor einem Endgegner stehen. Aber gut, um die Dinge aufzustufen, muss ich Magie verprasseln, auch wenn wir ja anfangs überhaupt nicht viel haben. Und den Endgegner, den schaffen wir dann halt auch ohne, wenn die MP gerade leer ist. Wird später, glaube ich, einfacher, diese MP aufzuladen. Da gibt es, glaube ich, Waffen, die das etwas leechen oder so Brunnen. Ich weiß nicht mehr genau. Ist schon viel zu lange her. Au. Böses Vieh. Oh, vergiftet. Ich hoffe, das geht nach dem Kampf weg. Ich glaube, ich habe nämlich noch nichts gegen Gift.
Klopp mal drauf hier. Ich hoffe, ich bekomme bald eine Waffe für den, weil ich möchte den eigentlich nicht in der Kategorie Fäuste leveln. Na komm, den Rest geben wir ihm in den Dolch. So. Die Framezahl geht ein bisschen runter beim Kampf, aber es ist noch im duldbaren Bereich, würde ich sagen. Käse. Ich denke, für Heilung ist gesorgt. Oder könnte das MP aufladen? Ich will das jetzt wissen. Das kann ich irgendwo hier sehen. Kann ich einmal drauf gehen? Ah ja, Erklärung. GP. Schade. Brot wahrscheinlich auch. Na gut, besser als nichts. Okay. So, ich habe wieder meine drei Gegner gemacht und wieder beim dritten einen Stufenaufstieg, wo ich euch wieder mitnehmen wollte. Wie gesagt, ansonsten habt ihr nichts verpasst. Diesmal Stufenaufstieg bei Kudelga. Machen wir doch mal... Ja. Ich hoffe, ich mache damit keinen Fehler, dass ich sie nun total auf Magie trimme. Die Magiepunkte sind ja gerne so schnell leer. Und im Kampf wird sie eine Niete dann. Ich hoffe, das wird kein Fehler. Aber die anderen zwei Charakter, die gehen auf Kampf. Ich meine, das wird sich ja schon ausgleichen, denke ich. Machen wir uns mal da mal nicht so vor. Okay. Ich weiß, wie gesagt, überhaupt nichts mehr von dem Spiel. Ich habe zwar ein Lösungsbuch. Und das habe ich auch ganz kurz überflogen, denn eine Sache wollte ich wissen, nämlich ob es mehrere Endings gibt. Und ja, es gibt welche. Und ich will das gute Ending. Und das Einzige, was ich weiß, um es zu erreichen, ist, dass ich irgendeinen Anhänger finden muss. Wahrscheinlich den, den sie im Intro verloren hat. War doch ein Anhänger, ne? Ja, und ich muss so einen Endgegner besiegen. Aber ich weiß nicht mehr wie, wo, wann und überhaupt. Ich will es auch gar nicht wissen. Ich will es hier und im Spiel einfach herausfinden. Ich hoffe, das klappt. Warum laufe ich vor, wenn ich Magie mache? Egal. Ja. Da war ich mir selbst schuld. Naja, egal. Edward. Die Kampfmucke wird langsam lästig. Also ich glaube, wenn wir die noch ein paar Mal hören, naja. Zumindest haben sie sich außerhalb der Kampfszenen mit Musik zurückgehalten. Finde ich sehr gut. Steigert in diesem Spiel doch deutlich die Atmosphäre. Nö, jetzt erreiche ich den nicht. Dann warte. Ja, Edward werde ich auch sehr auf Geschwindigkeit trimmen. Das weiß ich nämlich noch, das ist richtig gut, der Geschwindigkeitswert, dass man da zwei oder dreimal drankommt, bevor der Gegner wieder an der Reihe ist. Das ist geil. vergiftet schon wieder. Oder immer noch. Habe ich mal drauf geachtet? Nee, ich glaube, es war weg. ist Edward tot? Ja, das ist blöd. Oder war jetzt bewusstlos? Ich bin ins Menü. Okay, er war tot. Er wird zum Glück wiederbelebt und jetzt wird er erstmal geheilt. Das kann man nämlich auch im Menü. Und auch im Menü wird der Heilzauber dadurch gelevelt. Ich muss mehr aufpassen. Hat er keine Erfahrung bekommen. Sowas regt mich immer auf. Da ist hier nichts. Da vielleicht was. Ah ja. Brot. Ja, immer doch. Okay, ich glaube, das war's hier schon. Vielleicht hier in der Ecke. Oh. Ja. Das ist schon.
scheint es gewesen zu sein. Aber einen Gegner bekommen wir noch. Okay. Ja, gut. Da presseln wir doch nochmal Feuer drauf. Auf dich. Und Edward macht sich über die Stühle her. Oh, das war wenig Schaden. Ja gut. Wer schon mal mit den bloßen Fäusten an den Stuhl haut, der wird das wohl verstehen. Aber Feuer natürlich effektiv. Das war zu erwarten. Och nö, ich sollte wieder heilen. Das ist mir brutal. Hallo. 34. Ich hoffe, Kudelga ist dann als nächstes dran. Klopfen wir mal weiter. Oh, die halten auch noch einiges aus anscheinend. Gefällt mir nicht. Nein, nein. Sie lebt noch. Güte. Gelähmt. Och nö, und der andere ist stumm. Ich werde von Möbel getötet. Och. Was mache ich denn jetzt? Sagen, ich heile sie. Ich glaube, dafür muss ich neben ihr sein. Brot oder Käse? Ich würde ja beides zusammen bevorzugen. Okay, die Heilung ist ordentlich. Aber der gelähmte Zustand gefällt mir gar nicht. Den kriege ich auch noch gar nicht weg. Ich habe noch nichts. Ah, Mann. Und stumm sind alle. Okay. Das Gelähmte scheint weg zu sein. Also nichts wie drauf. Meine Güte, das sind schon halbe Endgegner für mich hier. Warum? Weil ich vielleicht noch ein Feld vorlaufen sollte. Ja, ja. Oh, sehr schön. So, und wir geben diesen Stühlen jetzt endlich mal den Rest, hoffe ich. Nee, da denkt man sich nichts. Die ganze Zeit Kakerlaken und Spinnen. Und dann kommt sowas hier. Gut. Und Level schon wieder. Was machen wir jetzt bei dir? Konstitution ist immer gut für die GP.